Schönen guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Ha. Ich würde gerne mit Knusprig Knusprig sprechen. Mit Herrn Knusprig Knusprig, meinen Sie? Ja, genau, mit Herr Knusprig Knusprig. Ist am Apparato. Es freut mich, Sie zu hören. Mein Name ist Herbert Dominik. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt schon gehört, der nette Herr hier an der Leitung, der klingt auf jeden Fall wieder ultra seriös. Seid auf jeden Fall vorsichtig, wenn ihr solche Leute an der Leitung habt. Legt im besten Fall direkt auf. Doch nun wünsche ich euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefonat. Ja? Und ich rufe Sie an, weil Sie bei unserer Werbung angemeldet, beim Ultrofit. Ist das richtig? Oh, das weiß ich nicht, ob das richtig ist. Wann war denn das? Bitte? Wann war denn das? Es war 2 Tage vor. Auch das kann sein, aber das ist ja nur schon ein bisschen her. Worum geht's denn da? Habe ich da was falsch gemacht? Sie haben also, weiß ich nicht, was haben Sie gemacht, aber ich habe von Sie eine Anmeldung. Deswegen, ich rufe Sie an. Zwei Es Tage geht um der später. finanzielles Einmal. Es geht über zusätzliches Einkommen, über Ja. Krypto. Wissen Sie das? Ja, also haben Sie mir jetzt gesagt, ja. Jetzt weiß ich das. Ja, ich habe Sie gesagt. Und hatten Sie schon einige Erfahrung in diesem Bereich, oder? Nee, gar nicht. Gar nicht hatten Sie Erfahrung. Nee, also bisher nicht, nee. Ich habe mich immer Bisher nicht. gedrückt. Okay, Ich ich kann. gedrückt vor den Erfahrungen. Ah, bitte einen Moment. Wissen Sie zufälligerweise, wie man eine Mikrowellentür aus der Verankerung rausbekommt, damit man da mal den Dreck dazwischen Also, sauber machen kann? Herr Knusprig, Knusprig, wissen Sie? Also, ich kann Sie direkt mit Ihren Finanzberaterin verbinden, okay? Das können Sie, ja, nur dann machen wir das so, ja. Ja, können Sie. Ja. Und wo ist jetzt der Finanzberater, der verbindet werden soll? Hallo? Das geht ja von Anfang an schon wieder absolut abartig los. Der erste Mitarbeiter, den wir jetzt hier an der Strippe hatten, der scheint ja wohl irgendwie nicht so richtig mit seinem Job zu klarzukommen. Denn wozu brauche ich denn jetzt schon gleich am Anfang des Gesprächs, nach dem ganzen Blabla, schon den nächsten Mitarbeiter in der Leitung? Ist der neu und kann das alles noch nicht und braucht der Hilfe oder wie? So, naja, schauen wir mal, wie das nette Gespräch hier weiter verläuft. Nein, tut mir leid, mein Finanzberater ist beschäftigt jetzt, er kann mit Sie nicht sprechen. Und warum denn das? Weil wir so viele Kunden haben in ganz Europa. Also nun kann er doch nicht, oder wie? Also, wer soll denn das jetzt noch verstehen? Der bietet mir hier den Finanzberater an und nun kann er nicht, weil wegen die ganze Europa, die hat ja Kunden. Also er, also weiß ich nicht. Was soll denn das werden? Er bietet mir jetzt hier an, dass ich jemand anders ans Telefon bekomme. Hab mich schon gefreut, dass der nächste vielleicht ein bisschen besser Deutsch kann. Und nun müssen wir doch den hier ertragen. Na, gucken wir mal, wie es weitergeht. Knusprig, knusprig. Sie verlieren sehr große Möglichkeit, mit Warum? uns mitarbeiten, verstehen Sie? Nee, warum verliere ich denn die Möglichkeit? Das habe ich nicht verstanden. Weil ich rufe Sie an, ja, Ja, um habe ich Sie diese verstanden. Möglichkeit anbieten, mit uns mitarbeiten. Verstehen Genau, Sie das? ja. Naja, genau genommen verstehe ich jetzt nicht, was der von mir will. Warum verliere ich denn jetzt die Möglichkeit, an Finanzbörse reich zu werden, wenn ich ihn dran habe? Ja, ich glaube, vielleicht war er hier ungewollt, dann ehrlich zu uns. Denn da verliere ich definitiv die Möglichkeit, am Finanzmarkt zu handeln, wenn ich da mein Geld einzahle. Und wenn ich da alles von mir reinstecke, was ich hätte, dann habe ich definitiv keine Möglichkeit mehr, auf einer seriösen Plattform mein Geld zu investieren, weil es schlichtweg weg ist, das Geld. Denn, naja, von Anfang an wirkt das hier schon absolut abstrus. Was will der jetzt eigentlich ganz genau von mir? Warum soll ich denn verlieren? Ich habe sie doch noch in der Leitung. Nein, Sie haben noch nicht verloren. Ich empfehle Sie, dann treffen Sie Entscheidung, ob Sie verlieren oder nicht, ja? Ach so. Ich dachte, Also ich habe hatten das Sie schon schon verloren. einige, also hatten Sie schon einige Erfahrungen im Finanzmarkt mit Krypto, mit Finanzen? Nee, damit noch Hatten nicht. Sie nicht echt? Nee. Und aus welchem Grund? Das ist ein sehr populäres Thema. Ja? Ach Gott.
Dachte ich wohl, was verpasst. Ja, wissen Sie? Wissen Sie das, ja? Nee, woher denn? Also von Massenmedien. In Massenmedien, das ist ein sehr populäres Thema. Was sind denn Massenmedien? Sie wissen nicht, was ist das Massenmedien? Ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen, was Sie darunter meinen. Also in Massenmedien, dieses Thema ist sehr populär. Also wie kann man zusätzliches Einkommen erreichen? Wissen Sie, wie das machen? Nee, aber ich gucke ja auch kein Fernsehen. Oh, dann erzähle ich Sie das, wie das machen. Okay, ja. Wissen Sie das? Ja, na klar. Wenn ich da was verpasst. Alles klar. Also schaut, ja, bitte nichts verpassen, weil ich nicht so schnell für Sie sprechen werde, okay? Ja. Also schauen Sie, wir arbeiten in zwei verschiedenen Richtungen. Also manual und automatisches System. Haben Sie darüber etwas gehört, oder? Nee. Haben Sie das nicht gehört? Oh. Nee. Also schauen Sie, Manualsystem bedeutet, dass Sie Ihren persönlichen Finanzberater haben werden und von ihm werden Sie erfahren, wie funktioniert Finanzmarkt. Ja? Und wissen der arbeitet Sie, wie dann nur für mich und die anderen, denn, also der ist dann nur für mich da. Ja, dieses Finanzberater wird nur mit Sie arbeiten und okay. Er wird mit Sie immer Schritt beim Schritt gehen. Also schon alleine die Aussprache, wie er hier Deutsch spricht, verrät uns, dass der definitiv nicht an irgendeiner Finanzagentur oder Finanzfirma oder was auch immer arbeitet. Das kann einfach nur wahnsinniger Betrug sein. Denn eine seriöse Bank stellt definitiv nur Leute ein, die auch flüssig Deutsch sprechen können. Denn was soll denn das? Na, also es kann ja kein Beratungsgespräch werden, wenn man hier so ein Gestammel an der Leitung hat. Aber das Wahnsinnigste an diesem Gespräch hier ist eigentlich, dass er jetzt hier so tut nach dem Motto, oh, wenn man da noch nicht eingezahlt hat, wie geht denn das? Man muss ja unbedingt an der Finanzbörse irgendwas machen. Naja, also grundsätzlich ist die Börse erstmal hochspekulativ und es gibt nie eine 100% Garantie, dass ihr auch da das Geld, was ihr dort reinsteckt, wieder rausholt. Das ist vom Prinzip eine 50-50% Chance, dass man da Gewinne macht. Tja, man muss sich halt auch ein bisschen auskennen und gerade, wenn es hier ums Traden geht, arbeitet man ja auf dem kopierten Markt und nicht direkt bei der Börse, sondern lediglich bei denen auf der Börse, auf der eigenen Börse, auf der eigenen Webseite. Der Markt ist lediglich kopiert. Schon alleine, wenn man bei seriösen Firmen arbeitet, kann es sein, dass das vielleicht auch eher zu Verlusten führt als zu Gewinnen. Denn grundsätzlich will eine Firma immer Profite machen. Und diese Firma, naja, da geht es gar nicht um irgendwelche Profite, sondern einfach nur darum, dass, wenn ihr euer Geld dort überwiesen habt, die Kohle ganz weg ist. Die stecken sich das Geld zu 100% in die eigene Tasche und melden sich danach nie wieder bei euch. Auch wenn die euch hier jedes Mal irgendeinen Finanzberater versprechen, der wird nie bei euch anrufen. Das Geld ist einfach weg, wenn ihr es überwiesen habt. Das ist gut. Das ist wichtig für Sie, ja, Ihren persönlichen Finanzberater haben. Klingt gut. Ich meine, das ist sehr gut, ja? Ja. Auch von ihm werden Sie erfahren, wie gesagt, wie funktioniert Finanzmarkt, wie richtig zu handeln. Ja. Also, wenn Sie schon keine Erfahrung haben, Sie werden das wissen. Und mit welchen Möglichkeiten, also Instrumenten, Aktionen oder Kryptowährungen, ist es besser zu handeln? Mit welchen ist besser nicht zu machen? So kein alles Geld kann verlieren. Und mit, ja. mit anderen kann man Geld bekommen. Verstehen Sie, das ist sehr wichtig. Weil in der Welt passieren sehr schlechte Dinge. Vielleicht haben Sie gehört von Nachrichten. Ich gucke ja keine Nachrichten. Sie gucken keine Nachrichten, aus welchem Grund? Na, weil es ja gruselig und meistens kommt ja da nur Kacke. Haben Sie Angst vor Nachrichten? Nee, Angst habe ich vor Nachrichten nicht, aber ich finde die albern und deswegen habe ich es gelassen, die zu gucken. Da kriegt man ja nur Angst, wenn man da den ganzen Blödsinn immer glaubt, was die da erzählen. Und was sind Sie von Beruf? Herr Knusprich, Knusprich. Von Beruf, da bin ich Tortenheber. Wer sind Sie? Von Beruf bin ich Tortenheber. Was das bedeutet? Ich habe noch nie gehört, dass... Nee? Na, wenn Sie einen Kuchen gebacken haben und da ist ein Stück Kuchen auf dem Teller, das muss man ja irgendwie hochkriegen und dafür brauchen Sie einen Tortenheber. Okay. Also und schauen Sie, auch zweites System haben wir automatisches System, wenn Sie keine Zeit haben. Haben Sie viel Freizeit oder nein? Ja, sehr viel. Sehr viel Freizeit haben Sie. Ja, viel zu viel. Und wie verdienen Sie Geld, wenn Sie viel Zeit haben?
Na, gar nicht. Sie haben gar nicht Geld. Nee, also keine Zeit, aber Geld. Keine Zeit, keine Geld. Und wie Sie leben? Wie ich lebe. Wofür leben Sie? Ja, wofür leben Sie? Für den Staat. Für den Staat. Also Sie bekommen diese Steuern, ja? Mhm. Die Menschen arbeiten und sie bekommen Steuern. Und wissen Sie, dass die Menschen werden nie immer arbeiten. Und die Steuern können kaputt sein. Und dazu brauchen sie Geld. Genau. Deswegen habe ich Sie ja jetzt am Telefon. Und Sie werden diese Möglichkeit haben, zusätzliches Einkommen bekommen, ja? Ja, ja. Also persönlich für Sie, ich empfehle also Manualsystem, weil Sie, wie gesagt, Ihren persönlichen Finanzberater haben werden. Also so richtig bin ich ja noch nicht dahinter gekommen, was er jetzt genau von mir möchte. Also ja, eins ist klar, Geld möchte er definitiv von mir haben. Aber das Problem ist hier, was der hier macht, der versucht sich auf meine Wellenlinie irgendwie herabzulassen. Ich erzähle dem ja lauter Blödsinn, irgendwie ergibt das ja auch alles gar keinen Sinn. Beim Beruf hat er schon von vornherein überhaupt gar nicht erst zugehört. Oder zumindest selbst bei der Erklärung abgeschaltet. Ich weiß es nicht. Wozu will der denn diese Information haben, wenn er dann aber gar nicht darauf eingeht, was ich gesagt habe? Und naja, er hat ja dem Anschein auch nach gar nicht mitbekommen, dass das komplett Blödsinn ist, was ich ihm hier erzähle. Tja, weil letztendlich geht's ja auch nicht darum, was ich da antworte, sondern es geht einfach nur um, ja weiß ich nicht, Vertrauen erwecken, Smalltalk, keine Ahnung. Vielleicht will er dann daran ansetzen, dass man sein Leben ja verbessern kann, wenn man da investiert. Naja, nur das Gegenteil ist eben der Fall. Es gibt halt eben verschiedene Varianten von solchen Plattformen. Manche Plattformen, die rufen euch tatsächlich danach nochmal an, um dann euch irgendein Schauspiel vorzuspielen. Es kommt immer auf die Professionalität der Betrügerplattform an, wie gut die eben aufgebaut ist. Es gibt Webseiten, die sind danach einfach offline, nach ein paar Tagen oder Wochen, wenn ihr euch da registriert habt und nach dem Erstanruf, und es passiert einfach gar nichts, wenn ihr euer Geld eingezahlt habt. Also es ist einfach nur weg. Und dann gibt es noch die Plattformen, die euch dann ein Schauspiel vorspielen. Dass man tatsächlich 250 Euro dann sieht auf dieser Plattform oder eben auch Dollar, wenn man das Geld eingezahlt hat. Ja, es ist aber dann nur ein Demokonto und nicht das Echtgeldkonto. Und naja, wie der Name schon sagt, bei einem Demokonto kann man halt einfach alles eintragen. Und wenn die euch noch einen Bonus versprechen, dann habt ihr beispielsweise, wenn ihr 200 Euro einzahlt, plötzlich 300 Euro oder Dollar in dieser Plattform stehen. Nun ja, und dann ruft der Finanzberater an und will euch helfen. Und naja, möchte dann natürlich nochmal eine Nachfinanzierung von euch haben. Beispielsweise nochmal 1000 Euro, um dann nochmal richtig durchzustarten auf dem Handelsmarkt. Hier spielt man euch dann irgendwelche Gewinne vor. Naja, aber letztendlich ist es trotzdem wieder das Gleiche. Eure Kohle, die ihr dort reinschiebt, ist eine Einbahnstraße. Ihr könnt dorthin Geld überweisen, aber zurück bekommt ihr definitiv nichts mehr. Und Sie werden von Sie alles Gutes erfahren, ja? Dann habe ich jetzt noch einen Leibeigenen mehr, das ist gut. Okay, und schauen Sie, dazu anfangen, brauchen Sie kleinen Startkapital. Vielleicht, ich denke, dass Sie dieses Geld haben. Schon sehr interessant, wie aufmerksam dieser nette Betrüger hier an der Leitung zugehört hat. Ich habe ihm ja erzählt, dass ich Tortenheber von Beruf bin. Und er hat ja auch nachgefragt, was das genau für ein Job ist. Mittlerweile redet er aber die ganze Zeit nur noch davon, dass ich irgendwie Sozialleistungen empfange. Habe ich ihm jetzt so nicht gesagt. Da war ja diese Steuergeschichte, was er da so plemplem irgendwie mit eingebracht hat. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das noch irgendwie ein Überbleibsel aus dem Telefonat, was er irgendwie vorher mit einem Betrugsopfer hatte. Kann ich euch nicht genau sagen. Also auf jeden Fall beweist das hier, dass der nicht bei der Sache ist. Also außer bei der Sache, dass er Geld haben will. Das erzählt er uns ja jetzt hier gleich mit den ganzen Paketen, die wir da kaufen können. Aber naja, er ist definitiv nicht bei der Sache beim Zuhören. Tja, und ich gehe mal davon aus, dass ein seriöses Unternehmen nicht so plemplem irgendwie Dinge mit einbringt ins Gespräch, die vorher ja so gar nicht stattgefunden haben. Schon interessant. Schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Deutschland finanziert ihre Leben, ja? Ja. Also diese Startkapitale bestehen aus ganz einfachen Preisen. Also erstes Preis ist nur 250 Euro. Das ist also nichts für Deutschland. 250 Euro gehe ich einmal in den Supermarkt und alles. Und brauche ich 300 Euro. 50 Euro ist mir zu klein. Ja, das stimmt. Ja, und mit dieses Geld, also 250 Euro, werden Sie auf drei Plattformen arbeiten und können Sie
pro Tag circa von 7 bis 14 Euro zu verdienen. Das ist gut, ja? Kann man doch mehr verdienen? Natürlich. Auch gibt es 500 Startkapital. Mhm. Mit diesem Startkapital kann man von 14 bis 24 Euro verdienen. Geht da nicht mehr? Und von 1.000 Euro können Sie von 24 bis 48 Euro verdienen, wenn 1.000 Sie angeben. Also was hier bei dieser Firma tatsächlich mal komplett neu ist, dass die mit den Gewinnen, die man da erwirtschaftet, dass die dann nicht so extrem übertreiben, wie es ja sonst so oft ist. Denn meistens wird ja fleißig und kräftig übertrieben, dass man da richtig reich wird, wenn man da so ein paar Pisslinge einzahlt. Das macht die Firma hier tatsächlich mal ein bisschen anders und nennt nur kleine Gewinne. Und das könnte vielleicht in dem einen oder anderen Fall dazu führen, dass der eine oder andere eben auch dort sein Geld drin versenkt. Naja, aber eigentlich sollte man schon alle, wie der sich hier versucht zu präsentieren, feststellen, dass da was nicht stimmt. Grundsätzlich sollte man immer vorsichtig sein, wenn euch einfach irgendjemand anruft und euch irgendwas verkaufen will. Legt in solchen Fällen immer direkt auf, auch wenn ihr euch wirklich auf solcher Plattform mal aus Versehen registriert habt. Das Problem ist, naja, solche Anrufe werden dann nicht aufhören. Ihr werdet immer wieder solche Anrufe bekommen, sobald eure Telefonnummer einmal im Umlauf ist. Von daher, wenn eure Nummer nun einmal bei sowas bekannt geworden ist, informiert auch all eure Familienmitglieder, dass wenn so jemand bei euch zu Hause anruft, dass der bei euch nichts Gutes möchte. Oder euch nichts Gutes möchte in diesem Fall. Ja. Gute Möglichkeit, ja? Wer ist denn eigentlich derjenige, der Ihnen da immer alles vorsagt? Nein, ich bin allein im Raum, wie gesagt. Aha. Weil da redet doch immer einer und sagt Ihnen das, was Sie vorsagen. Also, darunter über mich, also Spielmusik, weil also okay. Ich brauche auch ein bisschen Relax. Ja, und ja. Dieses macht keine Anstrengungen. Ich mag Relax auch. Die Musik habe ich hier in dem Fall mal ganz gut rausretuschiert bekommen, beziehungsweise war die auch nicht besonders laut bei dem Betrüger. Der hat vielleicht mal ein nicht ganz so schlechtes Headset aufgehabt. Aber schön, dass er die Musik für seinen Relax braucht. Tja, also ich weiß mal nicht. Bei einer normalen Bank läuft keine Musik im Hintergrund. Und in einem normalen Callcenter auch nicht. Weil letztendlich erschwert die Musik ja nur das Ganze. Und davon mal abgesehen, wenn man von Deutschland aus anruft, haben wir auch sowas wie die GEMA. Da läuft garantiert nicht einfach so laut Musik im Hintergrund, denn dafür müsst ihr hier in Deutschland Steuern bezahlen. Und vor allem, wenn es dann noch die Kunden am Telefon hören. Ist ja fast wie ein Musikstream. Live in die ganze Welt. Ist auch nicht so wirklich erlaubt, weil man verbreitet die Musik. Auch wenn die Gegenseite in der Regel nicht aufzeichnet, ist es trotzdem Verbreiten von Musik, die euch nicht gehört, wenn noch jemand am Telefon zuhört. Und ich glaube nicht, dass die sich freiwillig bei der GEMA angemeldet haben. Ja, Sie machen natürlich. Also ja. Herr Knusprig, Großpich, mit welchem Betrag wollen Sie anzufangen? Ja, weiß ich nicht. Also wenn Sie sagen, das machen wir so, dann machen wir das so, wie Sie das sagen. Dann können wir das machen. Also welchen Betrag? Also sind Sie bereit, Handelskonto zu eröffnen, ja? Ja, natürlich. Klingt ja ganz seriös. Ja, und mit welchem Betrag? Na, nehmen wir das da, was Sie gesagt haben, damit die 200... 250 Euro möchten Sie anzufangen, ja? Ja, nehmen wir das. Okay, also alles klar. Also ja. Sie werden Ihren persönlichen Finanzberater haben. Okay. Und also zusammen jetzt, wir können für Sie Handelskonto zu eröffnen, ja? Kommt der dann auch nach Hause, der Finanzberater, wie die nette Dame von der Sparkasse? Also noch einmal bitte, ich habe gehört. Kommt denn der Finanzberater auch nach Hause, wie die nette Dame von der Sparkasse? Nein, Sie werden mit ihm nur also per E-Mail sprechen und wenn Sie brauchen, er ruft Sie an und Sie besprechen alles, was Sie brauchen, in jedem Moment, wenn Sie wollen. Okay. Alles klar, dann sind Sie bereit, Handelskonto zu eröffnen. Auf los geht's los. Okay. Dann sagen Sie mir bitte, Ihre E-Mail-Adresse lautet gerald.hubschraube@mdccfan.de. Ja. Okay, alles klar. Und haben Sie einen deutschen Ausweis? Nee. Okay, also sagen Sie,
Sagen Sie mir bitte, ich habe Sie schon alle Daten per E-Mail geschickt. Okay. Haben Sie schon das alles erreicht? Oh, nee. Bekommt? Da habe ich nicht reingeguckt. Ja, gucken Sie bitte im Spam vielleicht. Beim Spam? Sollen Sie erreichen Sie. Kennst du den Spam? Im Spam, im E-Mail. Wissen Sie, Spam. Kaste. Ich dachte den Spam. Na, Spam. S-P-A-M. Das ist ein schöner also Ordner, der ist bei mir ganz bunt und farbig. Da ist immer viel drin. Also gucken Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Haben Sie geguckt? Ja, habe ich geguckt. Und was? Haben Sie erreicht schon? Wie, was meinen Sie? Soll ich Ihnen vorlesen, was da alles drin steht? Nein, also haben Sie alle meine Daten schon bekommen? Ach so, nee. Haben Sie noch nicht bekommen? Nee, ist noch nicht da. Also können Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse wiederholen? Ja. gerald.hubschrauber@medcc.de. Okay, einen kurzen Augenblick. Ich schicke Sie also noch einmal, wenn Sie das erreichen, okay? Moment, ja, bitte. Da kann ich warten. Das können Sie machen, ja. Wenn Sie das schon können, dann können Sie das machen. Also, Moment, bitte. Ja, Sie machen das wirklich sehr gut. Ja, natürlich macht er seinen Job so richtig gut. Mann. Es ist schon der absolute Wahnsinn. Normalerweise, wenn man bei irgendeinem Finanzprodukt was investiert, bekommt man ja vielleicht auch mal was schriftlich. Klar, bei Online-Trading kann man sich online registrieren und bekommt dann alles von der E-Mail zugeschickt. Aber grundsätzlich ist es auch so, wenn man sich bei so einer Trading-Plattform registriert, dann ruft euch da keiner an. Also nicht einfach so. Natürlich gibt es da Beratungen am Telefon, wenn man das gerne möchte. Aber dann habt ihr das von alleine gewollt. In der Regel sollte das eigentlich so laufen, dass nicht die Firma euch einfach anruft, sondern ihr müsst hier in Deutschland selbst sagen, dass ihr angerufen werden möchtet. Von alleine kann da nicht das Telefon einfach klingeln und vor allem nicht, dass dann da so jemand dran ist. Normalerweise versteht man dann die Person auch vernünftig und normalerweise erzählt die Person dann auch nicht so viel Dünnsches ringsrum. Naja, aber hier wird wieder sehr, sehr offenkundig sichtbar, dass es eigentlich nur darum geht, dass ihr möglichst schnell das Geld überweist und ja, am besten nicht viel Fragen stellt. Also schauen Sie, Herr Knusprig, ich eröffne für Sie Handelskonto mit Ihrem persönlichen Login und Passwort. Das ist schön. Und Sie sind also noch einmal Herr Lorioris Knusprig. Ja, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? Okay, alles klar. Gut, also wie gesagt, ich eröffne für Sie Ihres Handelskonto mit persönlichem Login und Passwort. Ja? Ja, das ist gut. Ich schicke Sie dann alles und wir erstellen für Sie einen Codepasswort, dass wenn ich zum Beispiel ich Sie rufe, Sie sagen mir das, ich soll Sie das sagen, ob es richtig ist und dann wir danach arbeiten. Und Sie werden Ihren persönlichen Finanzberater haben. Wie gesagt. Ja. Er ruft Sie auch an, um das Handelskonto zu aktivieren. Ja. Ja, einen Moment. Ich schicke Sie alles an wieder, okay? Sagen mir bitte, wenn Sie das erreicht haben, okay? Ja, da sage ich dann Bescheid. Okay, einen Moment bitte. Natürlich. Auch zwei, wenn es sein muss. Oder 43. Habe ich schon geschickt. Haben Sie schon erreicht? Oh bekommen? Je, da muss ich mal schnell gucken. Einen kleinen Moment, bitte. Bitte gucken Sie es schnell. Wo haben Sie das denn hingeschickt? Also ich habe Sie im E-Mail geschickt, in Ihre E-Mail-Adresse. Also in meiner E-Mail-Adresse ist nicht angekommen. Vielleicht haben Sie da einen Fehler gemacht. Na, vielleicht haben Sie mir schlechte E-Mail-Adresse gesagt. gerald.hubschrauber@mdssfang.de. Nee, die ist nicht schlecht. Die ist noch gültig. Die hat noch kein Verfallsdatum erreicht. Also haben Sie schon bekommen alles, ja? Was denn? Nein, ist nicht da Ihre E-Mail, das, was Sie schicken wollten. Das ist nicht bei mir eingegangen. Das müssen Sie nochmal irgendwie richtig versenden. Das haben Sie nicht richtig gemacht. Ist nicht angekommen. Und jetzt sprechen Sie. Nö. Jetzt spricht er nicht mehr. Wahrscheinlich hat er hier an der Stelle keine Lust mehr gehabt, mit uns weiter irgendwie die E-Mail zu suchen. Hat er einfach aufgelegt, ohne sich zu verabschieden und hat keinen Bock mehr gehabt.
Wahrscheinlich war ihm das ganze Gespräch jetzt hier zu anstrengend und zu stressig. Der Kunde hat nicht so gut mitgespielt, wie er sich das vorgestellt hat, um einfach an die Kohle ranzukommen. Na, oder er hat unser Spielchen jetzt hier durchschaut. Ich weiß es nicht. Letzteres vermute ich eher weniger, weil für so intelligent halte ich dann die Betrüger doch wieder nicht. Denn, naja, die das Ganze hier, diesen ganzen Betrug am Telefon ausführen, das sind nicht die intelligenten schlauen Köpfe hinter dem ganzen System. Die schlauen Köpfe, die sind schlau genug, um sich nicht ans Telefon zu setzen und die sind auch schlau genug, nicht in solchen Callcentern aufzutauchen. Es ist einfach nur erschütternd, dass es solche Telefongespräche überhaupt gibt. Von daher informiert alle in eurer Umgebung, dass es sowas hier gibt. Umso mehr Menschen wir darüber erreichen hier mit diesen Videos, umso weniger werden von diesen gemeinen Maschen eben auch beschissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Da könnt ihr auch gerne mal durchschauen und die Zeit so noch ein bisschen vertreiben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.